muss mich jetzt noch etwas verdeckt halten. Wir haben einen guten Plan. George auf einmal ein anderer Mensch. Ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall schon ein bisschen Körperkontakt erblicken können und so. Freunde, heute begrüße ich euch zu der wildesten Sache, die wir seit langem gemacht haben. Today we have a double date. Double date? Yes, we both and camera guy George, Leute, hat sich sein Date endlich organisiert. Nicht so im letzten Vlog, wo du sitzen gelassen wurdest. Jetzt glaubt ihr mir, mein Getränk, Digga, das klappt ja nicht. Und jetzt verpassen wir den Lift. Was klappt hier eigentlich? Freunde, die Ernsthaftigkeit der Lage muss wirklich geschätzt werden. George, dreh mal die Kamera auf dich. Wir müssen jetzt George auf Vordermann bringen. First numero step, Leute. First numero step ist Friseur, Barber. Könnte ich auch definitiv mal gebrauchen. Mal schauen, ich weiß nicht. Ob ich denen dort vertrauen kann, ich weiß es nicht. You think he needs a haircut? Manuel needs a haircut? Yes. Excuse me, you think I need a haircut? I'd say shave the sides. Yeah, the sides and the back also. I like the top. Yeah, really good. You want to do it for me? Sure. Do you have clippers? I'll do it. You have clipper? Clipper? No. You can also cut her hair. She likes me. I pay him to cut your hair. Is it okay? No. Fine. Change the color. Dye it blue. Yeah, it would be great. Mm. Baby. I hear you. Lazy? Lazy. Lazy. Okay, nach dieser wunderbaren kleinen Unterbrechung, Digga, mein Arsch juckt. Lisa. Okay. Okay, wir fahren jetzt zum Friseur, Freunde. Danach habe ich zu George gesagt, wie geil wär's, wenn du eigentlich in einem Anzug kommst. Ja, was machen wir denn? 35 Grad, komplett den Arsch abschwitzen. Lisa. What do you think, George in suit like this? Yeah, so cool. For the double date? That's maybe strange. On the beach we book nice boat to have romantic date on the boat all together. And, you I know? Like this. With the suit, I jump in the water. It's so strange. You want more views? What do you say, baby? I don't know what you say. Господи, пожалуйста, поговорите со мной на русском. Я уже не могу. Tonight we sleep and when be morning. I won't wake up, he hug me, and I slowly, and he sleep and say me, I don't like you. I'm laughing and his eyes closed, and I ask him why, he say me, you mine, and I, okay. But it's very nice, you had English lesson today morning, right? Yeah. You know, people tell me I can speak English very bad. You have to understand, Leute, ihr müsst verstehen. I need to speak very slow and very basic, you know, that you understand. But if you speak faster and no, more and like advanced, you will not understand. So, understand. I do it for you and the people think I'm dumb. No, what is dumb? Not clever. George, Regel Nummer 1, die du beherrschen musst, später beim Date, wenn wir dann zusammen mit dem Taxi wohin fahren, du wirst vor sie gehen. Oh. Jetzt habe ich Stress den ganzen Tag. Fuck. Give me a kiss. Hey! Hey! Now not the beleidigte Leberwurst spielen. Yeah, we're going after this maybe to shopping center to buy a shirt for George. Also for shoes. Shoes! You need shoes. Das ist true. Das ist wirklich true. Leute, hier ein Foto von meinen Schuhen. Junge, Leute, ich schaue so geil. Sie regt sich immer über George seine Schuhe auf. Wenn George and have the smell. Ask your new girlfriend, she like or not. Boah, Not richtig geil. One guy in the comments said, Leute, übrigens, ich lese jedes einzelne Kommentar, was ihr schreibt, George auch. One people in the comments said, when you bite me, it's good because you show me that you love me. Yes. Yes? You won't? Bite me. Ah! So, und wer hat uns das empfohlen? Thank you, Lisa, for the recommendation. But when they mess up George or mine hair, it's your fault. Okay. Hola, hola chica. So, he today meet lady. I'm also a little bit fresh. You can make good hair for the date, yes? Okay, come. Okay. Thank you, brother. I'm not gonna vibe tonight. You don't get everything you like. Cause I'm not ready. If I'm not ready. I'm not gonna vibe tonight.
You said it's good, my haircut? Yeah. Yes, 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 I like Arnold Schwarzenegger. Lisa, thank you very much for the recommendation. I think he did good job, right? Yes. Bro, wie lange waren wir jetzt hier? 2 Stunden? Bei dir hat er wirklich lange gebraucht. Bei mir 5 Minuten. Step Nummer 1, Friseur, meine Lieben, ist erledigt. Jetzt haben wir gesagt, wir müssen George noch ein geiles Shirt bringen. Wir haben halt eben was so Geiles geplant. Keine Ahnung, wo wir jetzt hier gelandet sind. Aber ich weiß es auch. Es wird immer absurder. Lisa, you want to decide what George wears? Or? This is good. Lisa pressured George gerade da jetzt irgendwas zu holen. Das ist die momentane Situation. Lisa, I think George should buy this, right? Yeah. Bro, George, wenn du wirklich mit dem aufkreuzt, ich würde mich so kaputt lachen. Looks yeah. Good. You think the date will like it? Yes. Bro, du schaust so geil aus damit. Das ist Endlevel. Your side. Yeah, this is your side. Bro, der Typ schnappt jetzt deine Größe weg. Eigentlich müssen wir schon auf Lisa hören, weil sie ist eine Frau, George. Kann sich anziehen. Warum? Polyester, da spielt sich mehr. I think she will like when George is sweating. You don't like it? You look usual. Casual? You need buy this, you know? Yes, but it's... You're new. Immer, George, du kommst nicht mehr aus der Scheiße raus, da jetzt. Ich sag's, wie es ist. Lisa ist bestimmerisch, Freunde. So schaut's aus. I die. No, you not die. I think I die. Why you das and Manuel always scared? No, I'm not scared, but I... Die richtet dich da schon gerade ordentlich her, Digga. Also kenn ich die noch gar nicht, Lisa. Mm. I don't know you like this. It's like shopping with mother. You want? Okay, I'm shut up. Ooh. I will help you. Yes, you are helping. George übernimmt die heutige Diskussionssitzung mit Lisa. So, Freunde, eine wichtige Sache, die wir natürlich auch nicht vergessen dürfen und nicht vernachlässigen dürfen, sind, Freunde, unsere Subs. Ich habe hier jetzt meine Sub-Routine für euch hergestellt, und zwar, das ist zum Beispiel mein Morning Shake. Wir haben hier jetzt, Freunde, Isoclear zum Beispiel, ihr wisst Bescheid, Proteins. Dann haben wir Daily, da ist Kreatin drinnen und noch andere wichtige Sachen, Freunde, für die Performance im Gym und damit wir healthy bleiben. Und Vitamin C, Freunde, auch nochmal Gesundheitsding. Ganz, ganz geil, Freunde. Und Kreatin gibt es bei mir aber immer erst vorm Schlafengehen. Und ich wollte euch daran erinnern, ganz wichtige Sache, Freunde, seht ist eingeblendet, 4-für-3 Aktion, verdammt geiles Ding, 4. Produkt for free, packt 4 Produkte in den Warenkorb, logischerweise das 4. ist gratis, dann könnt ihr gut zuschlagen, würde ich mal sagen, zum Beispiel Eiweißpulver einfach ordentlich Vorrat holen oder was auch immer ihr braucht, Freunde. Mit Code Manuel wisst ihr Bescheid, bekommt ihr den Deal, das heißt, nutzt den Code Manuel und ja, ich bedanke mich, Freunde, let's go! Frisch geschlichen, gestaged, Freunde, er hat gesagt, ich soll das machen. Freunde, das war deine Idee. Sie hat sich gerade darüber lustig gemacht, dass bei mir Ameisen sind. Because he put food everywhere and no, he no, has yeah. new friends. Rip. Little so, Freunde, wir sind jetzt im Gym. Ich habe vor mir hier irgendeinen Energy. Plus einen Kaffee, Freunde. Ich weiß, heute muss übertrieben werden mit Koffein, weil ich brauche das heute. Mein Crank und Crank Pump Pro sind leer. Deswegen hat Lisa jetzt das hier gekauft. Ich habe schon das letzte Mal probiert und ich bin euch ganz ehrlich, vom Geschmack her, ja, nicht schlecht, aber vom wirkungstechnischen her und alles, bisher ohne Witz noch nichts gehabt, was an den Crank Focus oder an den Crank Pump Pro rankommt. Ich glaube, viele überlegen so, yo, wo soll ich was und was kaufen? Ich sage euch das jetzt von meinem tiefsten inneren Herzen. Man muss einfach sagen, ESN ist nicht umsonst die beliebteste Supplement-Marke. Hat die geilsten Sachen, sowohl Wirkungsqualität, qualitätstechnisch als auch geschmackstechnisch. Deswegen, ich will es nochmal hier sagen, Freunde, gönnt euch wirklich, wenn ihr was braucht bei ESN, absolut geilste Sachen. Wir haben auch immer wirklich geile Rabatte, geile Deals für euch am Start mit Code Manuel. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Interrupten. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Das war die ehrliche Meinung. Ich würde sagen, wenn ich den geil finde. Ist aber nicht der Fall, aber ich muss trotzdem auf irgendwas anderes ausweichen, bis ich endlich wieder meinen guten Stoff habe, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Igel. Igel. Freunde, warum auch immer, sagt sie einfach aus dem Nichts immer Igel. 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 Katze. Katze, Hund. Hund. Was machst du? Was machst du? Kaffee trinken. Sitzen hier. Stehen hier. Du stehen hier. Stehen hier. Yes. Schön falsch das Deutsch beibringen. Du stehen hier.
Freunde, es stehen Legs an und ihr wisst Bescheid, was das heißt. Ich sag's immer wieder, Unterkörper ist, wenn man meine ganze Physik anschaut, eher so der Schwachpunkt. Deswegen heißt es härter trainieren als sonst. Und das will ich euch einfach auch sagen, Freunde. Wenn ihr ins Gym geht, verdammt nochmal, hakt euch ab und seid nicht halbherzig dabei und, keine Ahnung, verschwendet eure Zeit, Leute. Weil wenn ihr nicht hart trainiert, wenn ihr nicht ans Muskelversagen geht, wenn ihr nicht an die Limits geht, werdet ihr auch keine Muskulatur aufbauen. Klar, am Anfang, wenn ihr Anfänger seid, vielleicht schon, weil das trotzdem Reiz für den Körper ist. Aber umso länger ihr trainiert, umso härter, Freunde, werdet ihr trainieren müssen, um gewisse Ziele erreichen zu können, was Muskelaufbau und so weiter angeht. Deswegen mein Appell an euch, Freunde. Zieht verdammt nochmal durch, gebt alles, sei es Ernährung, sei es Training. Es wird euch sowas von verdammt viel bringen in eurem Leben und euch auch für euch selbst und mindset-technisch und alles, Freunde. Wirklich, Kuss auf jeden Fall an jeden. Es heißt jetzt wirklich Gas geben, Freunde. Also wir haben auch nicht so lange Zeit, bevor wir uns mit der netten Dame hier von George treffen und das Doppeldate losgeht, Freunde. Wir sind sozusagen uns am Preparen, damit das alles gut wird, Freunde. Aber ihr werdet es dann gleich sehen. Wir haben einen super Plan für das Doppeldate, Freunde. Mittlerweile übrigens, meine Lieben, ist Februar. Und ich hoffe für alle von euch, dass ihr einfach durchzieht. Und dass es nicht wieder nur so war, 31. Dezember, yo, ich setze mir jetzt ein paar Ziele, nach einem Monat drauf geschissen. Nee, setzt euch verfickt nochmal Ziele, die ihr wirklich erreichen wollt. Weil dann gibt es keine Frage von, bin ich motiviert oder nicht. Diese Frage, wie motivierst du dich jeden Tag ins Gym zu gehen? Und soll jetzt nicht komisch, aber ich will eine verdammt nochmal Physik haben, die niemand hat. Und dafür muss ich Sachen tun, die niemand macht. Und deswegen sind wir hier verfickt nochmal jeden Tag fast im Gym. Du willst nicht immer motiviert sein, aber wenn du eine Sache nicht wirklich erreichen willst, okay, dann ist es vielleicht nicht ein Ziel, was du wirklich erreichen willst. Such dir ein Ziel, was du wirklich erreichen willst, von Herzen aus. Und das ist die halbe Miete schon, weißt du? Sicher, es gehört immer dann Überwindung dazu in den Tagen, wo du keine Disziplin hast, durchzuziehen. Aber ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich zumindest. Denn wir sind noch lange nicht fertig. Jetzt wird es umso schöner. Es steht jetzt Beinstrecker an und ich glaube, da wird es uns jetzt komplett weghauen. 3 Sätze nämlich. Aber danach nur mehr Adduktoren, dann heißt es, Freunde, Doppeldate. Ganz wichtige Sache, meine Lieben, ihr wisst Bescheid, Snapchat. Ich poste jeden Tag, ich weiß nicht, wie viele Stories da, behind the scenes, einfach mäßig Daily Vlogs. Das heißt, wenn ihr noch mehr Content sehen wollt, von Partys, Strand, Gym-Einheiten, coolen Sachen, Mindset-Sachen, alles mögliche wirklich. Dann unbedingt Snapchat adden, Freunde, Snapchat abonnieren, dann seid ihr immer up to date, Freunde. Freunde, 2 Minuten jetzt in etwa, bevor das Doppeldate losgeht, da bleibt mir die Puste weg. George, ich muss mein Radio machen. Ich absolut null umgezogen, nicht geduscht und alles. Er schaut immer so aus. Leute, was sagt ihr? Ganz kurzer Check. Ich schaut es euch an. Danks, ja, passt alles. Hemd passt. Und die Kenner, ein paar von euch werden es kennen, die gute alte. Die aus Österreich werden es kennen. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt runter zur Lobby. Folgender Plan: Dort wartet George seine Fiancée. Verlobt er was? Ja, hoffentlich. Komm, übertreiben, Digga, erstes Date. Ich mach das nicht so schnell wie du. Erstes Video kennenlernen, zweites Video. Und wer weiß, was kommt dann als nächstes. Isa, you look very, very good. You eating again my dry mango, right? Last words for George, because he has now the date. Wish him luck, I would say, right? What? Good luck for me, no? So, last tip for George. Yeah, I think he lucky. Good day with new girl. Thank you. Okay. Die Konfreunde werden natürlich die Gains auch gesaved nach dem Gym. Ich habe hier 500 Gramm Reis drinnen. Keine Proteins, fuck. Egal, wir holen uns noch was. Okay, die letzten Sekunden vor dem Aufeinandertreffen stehen an. Ja, sie macht wieder Fotos, Leute. Sie macht wieder Fotos, perfekt. Wieso bin ich? Why I'm nervous? Du bist nervös, gell? Wieso ich bin nervös? Okay. Let's go, Leute. Love. Pretty, baby. I want to try the glasses too then, okay? Looks good, Leute. I see now everything in rosa. Rote Brille habe ich jetzt auch. Die wird sich jetzt fragen, was ich für ein Vollidiot bin. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder wird es komplett awkward, es wird komplett cringe. Oder wir schaffen es, die Situation zu überbrücken. Hello. Hello. You do too. Hi, are you okay? Hello. What do you think of the glasses? Hi. Cool, very nice. Yeah.
I got a present from her. George, always I'm impressed here. Lisa, what do you say? About what? Sie juckt's gar nicht, okay. Okay, Leute, das war jetzt, also ich weiß nicht, ich kann es gar nicht einschätzen. War das jetzt cringe, war das jetzt cool, war das jetzt nice? Okay, aber sie trennen sich schon ab. Das ist das perfekte Doppelte, aber Leute, jetzt geht's erst los, jetzt geht es los. You prepared food for her, what? We have a good plan for today. Were you at the beach at all here? No, I'm here to the beach. No, perfect. This one where we go now is very... Ah, fuck. We're waiting for the text and you always forget. Yeah. Okay, Freunde, so folgendes. Ich muss jetzt hier die Situation ein wenig übernehmen. Es ist immer ein bisschen schwer, weil so eine Kamera, das ist halt einfach etwas komisch, sag ich jetzt mal, wenn wir hier zusammen sind und ich direkt zu die Cam da falle. Deswegen, ich muss mich jetzt noch etwas verdeckt halten. Wie gesagt, wir haben einen guten Plan, vor allem mit euch an der Seite, Leute, werden wir das natürlich gut meistern. George? What do you think of the shirt? Yeah, it's nice. It's nice? And you like? Haircut? It's good? Okay. Yesterday we prepared for today, you know? But I messed it up because I was in the gym and I didn't shower. But George showered. It's good. He didn't shower, but he will like stay 2 meters away from us. Yeah. So we don't smell it. Because he always smells it. No, no, yeah. He's like, when you know him longer, you... No. George. You angry because you're hungry? Yes. Okay. Okay, Freunde, okay. Ich finde es lustig. George auf einmal ein anderer Mensch. Ich weiß nicht, ist immer so. Wenn dann andere Leute am Start sind, manchmal kommen dann so andere Feinheiten eines Charakters raus und so. Ich habe auf jeden Fall schon ein bisschen Körperkontakt erblicken können und so. Ist ohne Witz geil, wirklich das so mitzuerleben. Gott sei Dank kann sie kein Deutsch, weil sonst wäre das noch weirder, wenn ich hier zu reden würde. Aber George, kurze Frage. Ist gerade noch so, du musst die kalte Platte brechen? Oder ist schon, würdest du sagen... Ich würde sagen, es ist noch nicht trockenen Tüchern. Okay, aber du machst das. Ich glaube an dich, George. Ja, warum bin ich nervöser als du gefühlt? Ich weiß nicht warum. George hat sich ein wenig geändert, seitdem jetzt eine nette Begleitung am Start hat. Oh. Auf einmal der abgehobene Hase. Ich habe zwar keine Ahnung, wo ich gerade hin zu. Okay, Freunde, also Mission Nummer 1. Ich habe das mal im Internet gesehen und ich habe ein Buch dazu gelesen. Man nennt es Kino, okay? Das ist der erste Beweis, dass es gut läuft, und zwar Körperkontakt. Das heißt, Freunde, wenn ihr auf einem Date seid, jetzt kommt hier der Dating-Coach, Digga, was sehen wir noch alles? Auf jeden Fall, Körperkontakt, immer gutes Zeichen. Got a couple trophies, but no chains on the neck. Got a couple cardies, we don't fly with the gas. It's a very small world, so my hand holds. Wake up, make the money, that's a man's role. Lisa, you okay? You hungry? You hangry? Yes, of course I'm hungry. Okay. You get food now. Okay, Leute, ihr seht, man kann es nicht immer allen zurecht machen. Sie wird sich schon akklimatisieren und dann wird sie auch ihren Spaß haben hier mit uns. Auf jeden Fall, Freunde, wir haben jetzt angelegt. Richtig, richtig nice. Das war der Vibe, den ich hier kreieren wollte. Ich werde mein Reis essen, Leute, ein paar Kohlenhydrate reinzukommen und dann können wir schwimmen gehen, ein bisschen Sonne genießen und so. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ganz, ganz lustig. Leute, der hier geht auf euch, Digga, wenn es mich da jetzt auf die Goschen haut. George, gibt's hier Haie? Keine Ahnung. Du Wichser. I keep finding myself in these dark rooms and I don't know how to get out. Now I have you, I saved you. Again and again, yeah, again and again. Another ball, another night, another friend. Ah, Freunde, ich sag's euch, das ist sowas von geil hier gerade. Okay. How the hell did you come? Can you help? Hold it like this? This is so not stylish. I think you look good. Looks very good. Okay, Freunde, der Bro ist jetzt auf jeden Fall mit ihr, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, schnorcheln. Und wir chillen jetzt hier einfach nur ein bisschen. Okay, Freunde, also ist es alles okay mit dir? Lisa, you feeling better now? Little bit, right? Everything is okay, baby. Leute, ich fühle mich jetzt schon wirklich wie so ein Familienvlogger, aber weil sie nicht viel gegessen hat und so und vom Beintraining vorhin und so weiter kam, ging sie nicht so gut, aber jetzt geht's auf jeden Fall besser. I train with more weight, you know? Yeah. And my You're very strong, stronger than George and me. Shocked. What the? Yes. And what, baby? What do you think, George? Good dad? Yeah. Yeah. Very cute. Thank you. He really cute. I like. He talking a lot with her, right? Mm-hmm. Okay, that's good. Lisa, you're getting better. Wie geht es dir? Wie geht es gut? Yes. Yeah. Oh, very good. Very, very good.
Was soll ich sagen, Leute? Das hat alles etwas anders geendet, als wir es eigentlich erwartet haben. Wie soll ich das erklären jetzt, Schatz? Lisa hat absolut keinen Bock mehr gehabt, daher zu gehen. Die ist zu Hause und pennt, keine Ahnung. George seine. Ja, ist woanders schon. Was sollen wir sagen, Leute? So ist das manchmal eben. Es läuft nicht immer alles nach Plan. Anscheinend hat unsere Leistung heute einfach nicht gepasst, Bro. Wir haben sie nicht überzeugt heute irgendwie. Jetzt eskaliert sie aber komplett, Alter. Die wollen uns doch alle verarschen, Leute. Jetzt reicht's aber. Jetzt hat der Laden kein Essen mehr. Wir haben den ganzen Tag nichts gegessen, damit wir uns hier auf dieses Date vorbereiten, dass wir am Abend zusammen schön zu viert da sitzen können, unser Essen zu viert genießen können. Jetzt sind wir zu zweit und jetzt haben wir kein Essen. Jetzt müssen wir ausweichen, George. Wir brauchen irgendwo einen anderen Essensladen. Ja.